Ja, vielen Dank, dass Sie sich für meinen Vortrag interessieren, dass Sie gekommen sind. Es geht um die Telematik. Das ist eine Struktur, die 200.000 Ärzte in einem Netzwerk verbinden soll, um einen sogenannten Stammdatenabgleich zu machen. Stammdatenabgleich heißt, es soll in den Arztpraxen und in den Krankenhäusern, während der Patient sozusagen sich da vorstellt, Name, Geburtsdatum, Adresse, Versichertennummer, Krankenkasse, zwischen der Versichertenkarte, der Stelle, wo behandelt wird, und einem Zentralserver abgeglichen werden. Das ist etwas völlig Neues, sowas haben wir bisher noch nie gehabt. Dem steht natürlich sozusagen das Interesse der Schutzwürdigkeit dieser Gesundheitsdaten gegenüber. Öffentlich geworden, Gesundheitsdaten sind wie Krankheiten lebensverändernd, das ist eine enorme Spanne, die dazwischen liegt. Darum wird es heute Abend gehen, welches Spannungsfeld sich daraus ergibt. Ganz am Rande wird es um signaturpflichtige Anwendungen gehen. Das heißt, das, was vielleicht in anderen Bereichen völlig gang und gäbe ist, wie dass halt Inhalte verändert werden, dass diese Veränderungen sozusagen mit einer Signatur hinterlegt werden und dann auch weiterverarbeitet werden. Das wird hier nur ganz am Rande das Thema sein. Was überhaupt nicht zum Thema gemacht werden wird, ist eine Kostendiskussion oder so Anwenderprobleme wie der Identitätsabgleich der Bilder, wie die auf die Versichertenkarte gekommen sind, oder dass wir derzeit etwa 15% alte Versichertenkarten im Umlauf haben, die mit diesem modernen System gar nicht lesbar sein werden, oder halt das Problem der PIN-Eingabe. Junge Patienten, die nie ihre Krankenkassenkarte gebrauchen, kommen in die Praxis, wissen ihre PIN nicht. Ältere Patienten wissen sie nicht, weil sie vielleicht Demenz entwickelt haben oder weil sie einfach im Ausnahmezustand sind oder weil sie einfach krank sind. Das wird so ein bisschen der Fahrplan heute Abend sein. Ja, deutsche Arztpraxen, technologische Situation und EDV-Kultur ist ein wichtiges, ist ein Teil. Dann Konflikte, die jetzt entstehen durch diese Spannungssituation. Dann gibt es einiges Spannendes aus der Korrespondenz, die ich mit den zuständigen Kontrollbehörden hatte, zu berichten, und vielleicht ein paar perspektivische Überlegungen, wie es weitergehen könnte. Das ist in den Arztpraxen die wichtigste Datenautobahn. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, ist der Parallelport. Führt direkt in diesen Drucker. Ist ein Nadeldrucker, wird üblicherweise nicht mehr verwendet. Wir verwenden den nicht aus nostalgischen Gründen. Sie sehen, die Lämpchen leuchten. Ja? Also wir verwenden die wirklich in jedem Tag im Alltag. Aus diesem Grunde. Das ist ein Betäubungsmittelrezept, was im Durchschlagverfahren erstellt werden muss. Ist jetzt nicht besonders wichtig, aber die Bundesopiumstelle, die diese Rezeptblätter ausgibt, legt Wert darauf, dass wir immer einen Durchschlag behalten und sozusagen ein weiterer zur Bundesopiumstelle geht. Deswegen muss das im dreifachen Original-Durchschlagverfahren gedruckt werden. Das lässt sich eben anders nicht regeln. Dieses Betäubungsmittelrezept sieht relativ normal aus. Sie kennen diese roten Rezepte, die man normalerweise in der Sprechstunde bekommt mit einem Antibiotikum drauf. Das sieht ein kleines bisschen anders aus. Hier oben in diesem Feld, das entspricht ungefähr dem, was mit dem Stammdatenabgleich ausgetauscht werden soll. Da ist die Krankenkasse drauf, da steht die Adresse, ein paar Personaldaten, da steht noch meine Nummer drauf, da steht die Patienten-ID sozusagen drauf und ein Datum. Mehr ist das eigentlich auch nicht, um mehr geht es nicht. Was aber man in diesem Rezept nochmal verdeutlichen kann, ist so ein kleines bisschen, wie sozusagen die Medizinadministration mit digitalen Problemen umgeht. Sie sehen ja auf der linken Seite so eine Falz. Das sieht jetzt nicht besonders aufregend aus. Das ist einfach nur die Halterung, dass diese drei Blätter nicht auseinanderfallen. Vor etwa 4 oder 5 Jahren hat man diese Falz, die auf der rechten Seite war, einfach auf die linke Seite verlagert. Das klingt banal, ist aber, wenn man weiß, dass dieses Formularfeld für alle üblichen Formulare immer gleich links oben formatiert am Anschlag ist, bedeutet, dass das da einfach 1 Zentimeter mehr ist. Ist jetzt nicht besonders schlimm, aber das zeigt genau, wie sozusagen diese Zentralstelle, in der sowas gemacht wird, die hat gedacht, nee, der Anschlag muss mal auf die andere Seite. Das haben wir sonst überall auch so, bei den Überweisungen bei der Bank machen wir das auch so, also machen wir das hier auch so. Es wird überhaupt gar keine Rücksicht genommen auf unsere internen Prozesse, und das wird sich auch so ein kleines bisschen im Weiteren durch das Ganze hindurchziehen. Das ist unser Hauptweg, wie wir Daten übertragen, eben über Papier. Das ist eine unserer wichtigsten Datenschutzmaßnahmen. Wir machen eine Zugangskontrolle. Ja, im einfachsten Falle drehen wir das Blatt rum und sorgen dafür, dass es keiner lesen kann. Das Briefgeheimnis hat natürlich auch nur hauchdünne Barrieren zwischen den wichtigen Dingen, die da innen drin stehen, und den Leuten, die es halt eben nicht lesen sollen. Ja, meistens nicht dicker wie so eine Zellophanpapierschicht.
Das ist, was wir unter einer Signatur verstehen. Wir unterschreiben das Ding. Ja. Ich habe mir viel Mühe gegeben, damit das so aussieht. Also, natürlich profitieren wir als Arztpraxis von dem Fernmeldegeheimnis. Das heißt, wir telefonieren wichtige Dinge mit Patienten, mit Angehörigen, mit Pflegediensten. Wir sagen hier, da muss das und das geändert werden, muss gemacht werden und so weiter. Das ist Alltag. Auch da ist mit der Schweigepflicht ist immer eine Abwägung gegenüber der, ich sag mal, gegenüber der Notwendigkeit, halt Informationen zu übermitteln und halt eben Schaden abzuwenden. Ja. Natürlich kann kein Arbeitgeber anrufen und sagen, er hätte mal gern gewusst, was jetzt sein Angestellter hat. Das ist was anderes, das gilt es davon zu trennen. Aber wir kennen unsere Patienten, wir wissen, bei einem 80-Jährigen rufen selten Arbeitgeber an. Ja. Wenn es jetzt mal richtig schnell gehen muss, faxen wir was. Ja, ist altmodisch, klappt sehr gut, wenn ein Patient bewusstlos in ein Krankenhaus aufgenommen wird, ruft der Kollege an, weil doch irgendein Angehöriger weiß, dass wir da mal was mit dem Patienten besprochen haben oder dass er eine Visitenkarte oder sonst irgendwas dabei hat. Die rufen an, sagen, hör mal zu, wir haben hier jemanden, der ist bewusstlos, wir wissen gar nicht, was er hat, wir wissen auch nicht, welche Medikamente er nimmt, fax uns das doch mal. Dann machen wir das. Wenn es ein bisschen komisch ist, rufen wir nochmal zurück, um die Identität zu sichern. Ansonsten kennen wir die Telefonnummern, manchmal kennen wir die Kollegen. Geht gut. So, das war so ein kleines bisschen eine Einstimmung. Die Spannbreite ist natürlich noch viel größer. Die Arztpraxen haben so, würde ich in vier Kategorien aufteilen, wie es die gibt. Ja. Also digital isoliert bis desolat analog würde ich bezeichnen, das sind Praxen, die kein Internet haben, die eine Papierkrankenakte haben, wirklich alles mit Hand in eine Pappkarton schreiben und den PC nur für die Abrechnung benutzen. Das ist relativ einfach. Desolat digital bis analog isoliert, das sind die, die eine E-Mail Sprechstunde halten, das heißt mit ihren Patienten vom Patientenserver E-Mails hin und her schicken über Befunde, die WhatsApp-Sprechstunden halten von ihrem Handy, das dann wieder irgendwie da in die Dokumentation einpflegen, Online-Recherche vom Praxisserver machen und vielleicht auch noch ein bisschen Online-Banking. Die dritte Gruppe, zaghaft digital, würde ich darunter verstehen. Also das ist ein paar Jahre her, aber glauben Sie mir, ich habe es erlebt, ist ein Kollege, der hat seine gesamte Datensicherung seiner gesamten Datenbank auf zwei USB-Sticks gehabt. Immerhin zwei. Dann gibt es die zwanghaft analogen, das sind die Papierdaten einscannen, obwohl es eigentlich ein Dateitransfer möglich wäre. Das ist die Situation. So hat sich das der Gesetzgeber mit der Telematik und dem Datenschutzgrundversorgung nicht gedacht. So wollen wir es offensichtlich nicht haben. Und das ist jetzt der Punkt, wo wir mit der Telematik anfangen. Da bin ich sozusagen auch zum ersten Mal in Berührung gekommen. Wenn man Telematik machen möchte, braucht man elektrische Komponenten. Das ist ein Kartenlesegerät, das ist ein sogenannter Connector. Und ich habe von unserem Softwarehaus, was unsere Praxissoftware betreibt, da kriegen wir so alle drei Monate eine Informationsschrift und darin wurde uns mitgeteilt, wenn ihr das demnächst haben müsst, dann müsst ihr Sachen bestellen und die kommen über eine sichere vom BSI zertifizierte Lieferkette. Also die könnt ihr nicht einfach über DHL bestellen, sondern die muss besonders. Da habe ich gedacht, was ist denn das? Ja, hat man mir gesagt, also die Geräte werden gebaut, dann werden die in einen Karton gesteckt, der Karton wird mit einem speziellen Siegel belegt, dann werden die in ein spezielles Lager transportiert, was besonderen Sicherheitsbestimmungen genügen muss. Das heißt, das Personal, was da arbeitet, darf nicht irgendwer sein, die müssen so ein bisschen ausgesucht sein und das Ganze wird mit einer besonderen Buchführung versehen und auch ein paar Sicherheitsmaßnahmen gibt es, die ein bisschen mehr sind wie so ein normales Warenlager von einem Supermarkt für Elektrogeräte. Und wenn das dann bestellt wird von dir, dann geht die Bestellung ein. Und dann kommt ein Transport, der wieder mit besonderen Leuten, also nicht in irgendeinem Auto, sondern auch das Auto ist besonders gegen Diebstahl und Einbruch gesichert und die bringen dir das dann und dann stellen dir das auf den Tisch. Das Erste, was du machen musst, du musst abzeichnen, ob das Siegel noch draufsteht und ob der Karton noch ganz ist und dann ist es deins. Da habe ich mir gedacht, willst du sowas haben? Eigentlich nicht. Also habe ich geguckt, was gibt es da schon noch so zu lesen. Habe mir im Internet die Gebrauchsanweisung der Geräte angeschaut. Das Gerät muss sich bei längerer Abwesenheit auch nachts in einem geschützten Bereich befinden, in welchem das Terminal durch seine Umgebung geschützt ist. Klingt jetzt irgendwie komisch, ist auch nicht gut zu verstehen, ich habe es auch nicht verstanden. Erschließt sich auch erstmal nicht. Aber egal, wir lassen das mal so stehen. Das Gerät hat Siegel über jeder
über jeder Bauteilgrenze, wo die Geräteteile aneinander stoßen, dann stecken in diesem Gerät verschiedene kleine Chipkarten, die alle mit so kleinen Plastikklebern überklebt sind, die teils noch mit einer Siegelnummer beschriftet sind und die mit einer Schwarzlichtlampe auf Korrektheit überprüft werden müssen. Und das müssen die regelmäßig. Ich dachte, meine Güte, das ist schon viel, was man da machen muss. Dann gibt es da in der Gebrauchsanweisung, steht da noch drin, dass diese zwei verschiedenen Gerätetypen, die ich hier angegeben habe, das eine darf 30 Minuten lang unbeaufsichtigt stehen bleiben, weil es unbemerkten Angriffen widersteht, so sagen die das, die sagen nicht, was das heißt, und das andere nur 10 Minuten. Ich sage, gut, okay, guck mal weiter. Dann gibt es so hübsch, das finde ich eigentlich das Beste, ja. Im Radius von einem Meter zu einem Gerät darf sich keine Wand befinden, wenn Sie sich nicht sicher sein können, was sich hinter dieser verbirgt. Gefahr von versteckten elektromagnetischen Sonden im Nebenraum bzw. in benachbarten Wohngeschäftsräumen. Ich finde, das hört sich an einer Geheimdienstausrüstung an, aber gut. Das ist noch nicht alles, ja. Jetzt ein kleiner Exkurs zu einem signaturfähigen Kartenlesegerät. Das muss ich vorlesen, das muss man wirklich sich auf der Zunge zergehen lassen. Also für Terminals, das sind Kartenlesegeräte, von denen ein Arzt digitale Dokumente unterschreibt, gelten verschärfte Regeln. Diese Terminals dürfen nicht im kontrollierten 30-Minuten-Bereich stehen, sondern müssen in einem besonders geschützten Bereich installiert sein, in dem sie durch die dauerhafte alleinige Kontrolle des Signaturkarteninhabers stehen. Dies könnte ein abschließbares ärztliches Behandlungszimmer sein, zu dem keine andere Person Zutritt haben. Wissen Sie, was das für eine Konsequenz hat? Der Arzt muss dieses Zimmer putzen. Ja. Ja. Also, ich habe da so meine Zweifel, wenn ich meine Kollegen kenne. Ja. Also, natürlich nicht. Ich hoffe, ich darf selber rein. Ja, das ist ein Problem. Wie gesagt, von 2011 gab es mal so eine schöne Befragung. Da ist das halt dann alles aufgeworfen worden. Die Ärzte würden es natürlich ignorieren, klar, so sind die immer, ja. Es ist, aber wir werden sehen, dass es so billig wird. So diesmal billig kommen wir diesmal dabei nicht raus, ja. Es geht weiter. Die Kartenlesegeräte müssen immer unter Strom stehen. Wenn da irgendwie der Strom runter ist, dann klappt diese 10- und 30-Minuten-Frist nicht mehr, weil dann dieses Gerät diesen Eigenschutz nicht mehr hat. Dann müssen die sofort weggeschlossen werden, ja. Ich weiß nicht, was man beim Stromabfall nachts macht, aber gut. Wenn gegen irgendeine dieser vielen Regeln verstoßen wurde, und ich habe die gestern nochmal, die Gebrauchsanweisung durchgezählt, es gibt 93 Bemerkungen, die sich nur auf den sicheren Betrieb dieser Geräte bestehen, die alle mit einem roten Dreieck und einem Ausrufezeichen versehen sind. Da geht es nicht um Installation, da geht es nicht um irgendwelche anderen Handhabungsdinge, sondern geht es nur darum, das musst du machen, wenn du es nicht machst, dann bist du dran. Was anderes heißt das nicht. Ja? Und wenn irgendetwas auftritt, müssen diese Geräte zurück zum Hersteller, weil da hat man ja irgendeiner Sicherungspflicht nicht Genüge getan. Ich finde, das ist ziemlich schwierig, aber gut, wir nehmen das mal so hin. Dann gibt es noch diesen Connector, das ist eine Art Router, der muss auch besonders verbaut werden in einem Sicherheitsschrank, dass da keiner dann manipulieren kann und so weiter. Und wir Ärzte müssen ständig rapportfähig sein. Wo ist das Ding? Welchen Status hat das? Wo sind die Ausweise? Und hat es keiner geklaut? Wenn ich mir vorstelle, wir machen drei Wochen in die Praxis zu, fahren in Urlaub und am ersten Tag bricht einer in die Praxis ein und räumt den ganzen Kram da raus. Ich weiß nicht, dann bin ich wahrscheinlich juristisch absolut im Niemandsland. Da wird mir keiner helfen können, ja. Okay, das ist sozusagen die Empfehlung der Kassenärztlichen Vereinigung, was eine Praxis von zwei Ärzten an Geräten vorhalten soll. Ein stationäres Kartenlesegerät, wo man das da reinschiebt, was auf der Theke steht, mit allen anderen Zusatzausweisen, und ein mobiles Kartengerät nur dann, wenn man Hausbesuche fährt und natürlich diesen Router, den Connector. Fertig. Wenn man sich das ein bisschen durchdenkt, kommt man zu einer anderen Rechnung. Also so habe ich mir das mal überlegt. Im Grunde genommen braucht man mindestens drei Kartenlesegeräte, nämlich eins an der Theke, eins im Sicherheitsschrank, wo die ganzen Ausweise drin stecken, dass man nicht sofort die Ausweise da rausnehmen kann. Und natürlich wird man ständig gegen eine dieser Vorschriften verstoßen, sondern man eins braucht, um es wieder austauschen zu können, ja? Sonst kann man ja nicht arbeiten. Das mobile Kartenlesegerät, so simpel ist das nämlich gar nicht, das ist die einzige Chance weiterzuarbeiten, wenn sich der Connector aufhängt. Wenn das Internet ausfällt, ist nicht schlimm, dann kann man mit dem Connector und der Anlage weiter Patientendaten, Stammdaten einlesen in die Anlage und wir können unsere Arbeit machen. Fällt aber der Connector aus
hardwaremäßig, softwaremäßig irgendwas und das passiert angeblich, ich habe das nur aus Presseberichten meiner Kollegen, muss das relativ häufig passieren, dann ist die einzige Chance, dass man über das mobile Kartenlesegerät sozusagen unter Umgehung dieser ganzen Sicherheitsvorschriften noch Karten in das Praxissystem einspielt. Dann haben wir natürlich keinen Stammdatenausgleich und so, Abgleich oder sowas, aber wir können wenigstens arbeiten. Ich dachte, das wäre auch noch wichtig, aber gut. Es gibt ganz viele ungeschützte, ganz viele Fragen, die wir nicht klären können, ob man da jetzt, was man, wie diese Ausweise gelagert werden müssen, was im Urlaub mit den Sachen passieren muss und so weiter. Wenn man ehrlich ist, wenn man damit auch signieren möchte, und das ist das letzte Mal, dass ich jetzt auf eine Signatur eingehe, braucht man natürlich zwei weitere Kartenlesegeräte. Wenn man zwei Ärzte hat, da mussten die in irgendeinem Raum stehen, da mussten die abgeschlossen sein, wo kein anderer rein darf. Und man braucht eine Token-Anlage oder eine Biometrieeinheit, um eine zusätzliche Authentifizierung des Signierenden zu machen. Ich finde, die Liste ist größer wie die andere. Das hat mich schon ein bisschen umgetrieben, weil das war irgendwie so, dass ich gedacht habe, das kann ich nicht richtig verstehen. Für die meisten, vielleicht wissen das von Ihnen hier, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das sind die, die genau sagen, wie das alles laufen muss. Die haben das mit den 1 Meter Abstand und so, diesen Kartenlesegerätslieferanten sozusagen aufs Auge gedrückt. Dann gibt es die Landesbeauftragten für den Datenschutz, die uns überwachen in den Praxen. Das heißt, die kommen dann und sagen, machen Sie das alles richtig? Ja, ist gut, dürfen Sie weitermachen. Der Bundesdatenschutzbeauftragte ist sozusagen nur eine Aufsichtsbehörde des Landesdatenschutzbeauftragten, wie ich habe lernen müssen. Der sagt also gar nichts. Der sagt nur, ob seine Leute, seine untergeordneten Landesbehörden regelgerecht arbeiten, was die im Einzelfall an Sachfragen entschieden haben. Interessiert den nicht. Der kontrolliert das nur formal. Und dann gibt es natürlich die kassenärztlichen Vereinigungen, die als ärztliche Selbstverwaltung uns, wenn wir Ärzte uns nicht an diese glorreiche Telematikstruktur anschließen lassen, ab 01.01.2019 eine Sanktion erteilen, nämlich einen Honorarabzug. Das heißt, die stecken da auch noch irgendwie mit drin. So, jetzt gibt es aber, wenn man sich das Ganze anguckt, offensichtlich ein digitales Problem. Also das sicher zu machen und so im Alltag zu machen, halte ich für schwierig bis fast unmöglich. Und es sind halt sehr, sehr viele Unwägbarkeiten, um so eine Struktur ans Laufen zu bringen. Vor allen Dingen eben in einer Arztpraxis, die halt eben nicht so digital ausgerichtet ist, wie wir gleich noch, auch noch zusätzlich sehen werden. Das Zweite ist, es gibt ein analoges Problem. Das ergibt sich jetzt direkt aus der Datenschutzgrundverordnung und das spielt da in gewisser Weise mit rein, erhöht aber das Spannungsfeld in dem Ganzen nochmal ganz erheblich. Weil Informationspflichten gegenüber den Sozialversicherungen und den Behörden bestehen und die werden derzeit so gelöst, wie das vielleicht in Zukunft nicht mehr möglich sein wird. Dazu müssen wir jetzt ins Detail eingehen. Also das digitale Problem besteht zum einen darin, woher kommen die Updates? Ja, in der Telematikstruktur gibt es nichts. Da gibt es bloß den Stammdatenabgleich und es werden Praxen, die bisher gar nicht am Internet waren, weil Arztpraxen sind in der Regel nicht am Internet, außer den paar Super-Experten, die schon seit 10 Jahren mit allem am Internet sind. Woher kommen sichere Updates für Hilfsprogramme wie Textverarbeitung oder Adobe Reader oder was auch immer, was wir da verwenden, ist nicht geklärt. Es gibt keine Update-Quelle. Das zweite Problem ist, was ist, wenn der Support für Windows 7 endet? Windows 10 gilt als nicht sicher, das ist eine riesige Diskussion, das kennen Sie besser wie ich. Auch dafür gibt es derzeit keine Klärung. Das analoge Problem ist insofern für uns unglaublich relevant, weil die Datenschutzgrundverordnung sagt, wenn Daten, Gesundheitsdaten, die besonders schutzwürdig sind, eben übertragen werden, muss eine Zweckbindung gewahrt werden, es muss das Recht auf Vergessen werden gewahrt werden und der Mensch hat auch ein Recht auf Widerspruch dieser Schweigepflichtentbindung. Bisher sieht das folgendermaßen aus. Ein Mensch stellt einen Antrag auf eine Versicherung, unterschreibt, dass er Schweigepflichtentbindung für alle behandelnden Ärzte gibt und dann schickt die Versicherung den Ärzten einen Fragebogen und sagt, hier, jetzt erzählt doch mal, mit was war denn der Patient bei euch? Und der Patient kennt diesen Fragebogen nicht und er kennt auch die Antworten nicht. Aber die Sachen gehen dahin. So ist der übliche Weg. Da mag man drüber streiten. Dem wollte man offensichtlich einen Riegel vorschieben, was ich auch für vollkommen in Ordnung finde. Und das heißt eigentlich, dass der Patient, dass diese Befunde erst dann zu den Behörden und auch zu den oder zu den Versicherungsunternehmen geschickt werden dürfen, wenn der Patient das nochmal entgegengelesen hat. Und es stellt sich überhaupt die Frage, ob Sprechstundendaten
im Rahmen dieser Zweckbindungsdiskussion überhaupt für andere Dinge verwendet werden dürfen. Ja. Das habe ich formuliert und das habe ich der Landesdatenschutzbeauftragten geschickt. Da kam erstmal nichts. Dann habe ich noch einen Brief geschickt und dann kam ein Brief, wo drin stand, dass man noch nicht weiß, wie das mit der Telematikstruktur werden wird. Ich erinnere nochmal dran, das sind die, die uns prüfen, ob wir das richtig machen. Das war jetzt ja nicht so lange hin, das war der 5.3., wo ich den Brief geschrieben habe und ich habe, weiß nicht, vielleicht 3 Wochen später die Antwort bekommen. Also es war schon nah am 25.5. dran, wie ich finde. Dann habe ich nochmal nachgefragt, weil ich damit nicht einverstanden war mit dieser Antwort, die man mir geschickt hat. Der Brief wurde ein bisschen kürzer und man hat letzten Endes immer wieder darauf verwiesen, ja, jetzt gilt ja noch das Bundesdatenschutzgesetz und diese Datenschutzgrundverordnung, das können wir gar nicht akzeptieren. Ich war jetzt an der Stelle mal so nass forsch und habe einfach eine Datenschutzfolgeabschätzung von denen verlangt. Ja? Das fanden die irgendwie noch nicht so lustig. Auf die 2 weiteren Briefe, die ich dann geschickt habe, von denen der letzte dann irgendwann mit einschreiben war, weil ich dachte, jetzt müssen wir irgendwann mal was sagen, kamen dann nur noch 3 Zeilen. Da insbesondere in ihrem Schreiben ausschließlich DV-technische Fragen gestellt wurden, besteht insofern die Zuständigkeit des Arbeitsbereiches Technik, Referat T. Also ich sage Ihnen, ich warte immer noch auf die Antwort von Referat T, also Q und M arbeiten da nicht. Der Datenschutzbeauftragte hat es nichts geschickt und hat dann gesagt, also wir sind nicht zuständig. Das macht der Landesdatenschutzbeauftragte. Ich sage, gut, okay, kann ich nichts machen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat auf 4 Anschreiben nicht geantwortet und erst nachdem ich ein Einschreiben mit Rückschreiben hingeschickt habe, haben sie nach über 50 Tagen gesagt, ja, wir haben es bekommen. War knapp. Die Kassenärztliche Vereinigung ist ja unsere Standesvertretung, das heißt, die arbeiten auf unserer Seite, haben erstmal gesagt, was das Komponentenhandling an und wie schwierig das alles ist. In dieser haftungsrechtlichen Situation spielen wir keine Rolle und das überlassen wir alles den Ärzten und den Techniklieferanten. Das müssen ihr machen. Fand ich ein bisschen dünn. Und den zweiten Satz, da kann man schon mal sagen, das ist so ein bisschen das Selbstverständnis einer Selbstverwaltung, fand ich es nicht gut. Die Frage des Sicherheitsupdates fand ich auch noch wesentlich, die Antwort auf die Frage nach den Sicherheitsupdates fand ich noch ein bisschen knackiger, da die Umsetzung der Telematikinfrastruktur seit Jahren fast gar nicht angelaufen ist, hat der Gesetzgeber unabhängig von den aufgezeigten Bedenken zeitliche Vorgaben gesetzt. Was das heißt, ist klar, es ist ihm egal. Das als Selbstverwaltung durchzupacken, ist ein bisschen knapp. Letzten Endes sieht man da, wie der demokratische Prozess, der eigentlich so ein Korrektiv bedarf, ja, überhaupt nicht zu Ende gebracht wird. Und das ist jetzt das besondere Schmankerl. Das stammt aus einem Schreiben der Landesdatenschutzbeauftragten, wo sie auf einer Seite sagt, der Anschluss an die Telematikstruktur wird verpflichtend sein und zweitens schließen Sie bloß nicht Ihren Praxisrechner ans Internet an, woraus wir unsere Updates beziehen müssen. Okay, das sind die Ergebnisse, das haben wir schon so ein bisschen zusammengefasst, wir machen es ein bisschen schneller. Also, Schweigepflicht können wir, Ärzte. Wir gehen immer mit Daten um, egal ob digital oder auf Papier. Ja, also das Internet und alle, die dahinter stehen, lauern natürlich da drauf. Wir konnten das bisher ganz gut hinkriegen. Datenausgabe war immer Einzelfallentscheidung. So sieht das heute aus. Wir tippen aus den Gedanken des Patienten in die Tastatur, das geht in die EDV und alles ist gut. Anschluss nach draußen gibt es nicht und die Updates kriegen wir per Diskette. Diese Disketten, die Sie hier sehen, die haben wir vor 8 Jahren noch im Regelbetrieb verwendet. Ja. Das ist übrigens unsere Update-CD von letztem Quartal. Das machen wir immer noch. Die Telematik wird so verkauft. Alles soll sicher sein, sowohl die Updates als auch der Datentransfer nach draußen. Und so ist es in Wirklichkeit. Die Updates kommen unsicher. Wir müssen die Daten materiell mit mechanischen Mitteln sichern. Wir müssen sie bewachen, ja, und ob die Datensicherheit nach draußen gegeben ist, wissen wir nicht. Ist völlig unklar. Was das für uns besonders brisant macht, Telematikregeln, Verstoß gegen Telematik und Datenschutzgrundversorgung ist immer
ein Verstoß gegen die ärztliche Schweigepflicht. Wenn da irgendwas in die Hose geht, gehen Daten nach draußen. Wenn Daten nach draußen gehen, haben wir unsere Schweigepflicht nicht genügend getan, wird mit Geldstrafe im strukturiert vorsätzlichen Fall sogar mit Freiheitsstrafe bestraft. Ist also nicht so lustig. Deswegen das mal eben zu gucken, welches Strafmaß darauf steht, kann man sich an der Stelle hier überhaupt nicht erlauben. Problem ist, dass im Moment die Arztpraxen im Grunde zu so einer Art Sollbruchstelle dieses ganzen Systems geworden sind. Ja, alle anderen haben sich rausgenommen und gesagt, ja, du musst das 93 Regeln befolgen, dann ist das gut. So geht es eigentlich nicht. Ja. Die neue Musterfeststellungsklage potenziert dieses Problem. Ja. Also da kann man ja durchaus Dinge konstruieren, die wirklich sehr, sehr weitreichend sind. Ich würde zu zwei Alternativen in Zukunft sehen. Erstens, wenn man jetzt daran festhält an der Telematikstruktur, werden bis zur Lösung des digitalen und des analogen Problems Gesundheitsdaten nur noch im rechtsfreien Raum oder gar nicht übermittelt werden können. Oder, wenn man an der Telematikstruktur festhält, die Probleme aber wahrscheinlich nicht lösen kann, wird man einfach das Schutzniveau absenken müssen. Ja, weil man letzten Endes sich von bestimmten Vorschriften verabschieden muss und dann ist die Sache eben nicht mehr sicher. Zweite Möglichkeit, die ich an der Stelle für wesentlich, wesentlich realisierbarer halte, ist, dass man grundsätzlich die Verwendung von Gesundheitsdaten außerhalb ihrer Zweckbindung als strafbar bezeichnet. Das hat zur Folge, dass die Telematikstruktur natürlich überflüssig wäre, aber dass der Fokus auf der digitalen Integrität natürlicher Personen läge. Dass sofort eine rechtssichere Kommunikation möglich wäre, dass vielleicht eine neue Situation in der Datenrechtsprechung angekratzt würde, dass kommerzielle Datensammler, die derzeit alle unterwegs sind, die AOK, die Techniker ganz vorne mit ganz schlechten Sicherheitskonzepten, da rausgekickt würden und dass man das Ganze wäre auch noch datenschutzgrundversorgungskonform. Ich hoffe, ich konnte Ihnen so einen kleinen Überblick darüber geben, über dieses Spannungsfeld. Und wenn Sie noch weitere Geschichten aus meinem Land hören wollen, können Sie noch einen Nachschlag kriegen. Es gibt hier 500 Seiten, so ähnliche Dinge, nicht nur Datenschutz, aber ähnliche skurrile Geschichten. Vielen Dank.